Mehr nicht. Plasma wird freigesetzt. Der Versuch, die Wartungssteuerung zu erreichen, führt höchstwahrscheinlich zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod. Okay. Das sieht man schon. Ich bin sicher, dass der Ärger mit unserer Vorhin nach dem Andocken der Korsika begonnen hat. Taliesin sieht sich gerade die Foyern. In der Zwischenzeit gehen sie die Loks durch und finden heraus, was alles auf diesem Schiff war. Da hat's mal... Krieg mal alle Medikill, ne? Oh, meine Fresse. Das ist aber nett von dir. Ich wollte schon immer als feindlicher Eindringling identifiziert werden. Da ist noch ein PDA. Ich bin überzeugt, dass die VW panische Angst vor einer Infektion hat. Ihr derzeitiges mörderisches Verhalten entspricht wahrscheinlich dem unbedingten Wunsch, uns davon abzuhalten, sie abzuschalten. Ich vermute eine Fehlfunktion der VW. Sie glaubt, dass unsere Systeme von einem Virus befallen sind. Wenn wir weiterhin versuchen, sie abzuschalten, wird sie weiterhin versuchen, uns zu vernichten. Unsere eigene Chance ist vermutlich nichts zu tun, um sie davon zu überzeugen, dass wir keine Bedrohung darstellen. Hat euch offensichtlich nicht weitergeholfen. So, was erwartet uns hier? Wir erwarten eine Lieferung. Mech-Teile von der Hane-Kedar-Anlage auf Karpek-Askin-Titannebel. Teilen Sie der VI mit, dass der Frachter MSV Korsika um eine Andock-Erlaubnis bitten wird. Ja, und danach ging die Hölle los hier. Station. Energieversorgung im Wohnbereich wiederhergestellt. Die Türen des Wohnbereichs wurden verriegelt, um eine Bedrohung für die Station unter Quarantäne zu stellen. Eine Tür aktiviert. Drei Türen aktiviert. Zwei Türen aktiviert. Alle Türen deaktiviert. Drei Türen aktiviert. Eine Tür aktiviert. Drei Türen aktiviert. Drei Türen aktiviert. Eine Tür aktiviert. Fünf Türen aktiviert. Habt ihr im Endeffekt ausgetrickst? Missionen sind nicht zu unterschätzen, also man kriegt ja ordentlich Geld. Ach, das ist ja Nahkampf? Das sehe ich jetzt erst. Ich wusste gar nicht, dass F Nahkampf ist. Alle Eindringlinge, die wissentlich die Quarantänevorschriften verletzen, werden aufgefordert, die Station umgehend zu verlassen. Mach mir auch die Tür auf. Energieversorgung im Verteilerbereich wiederhergestellt. Zugriff auf Zentralrechner gewährt. Angedocktes Schiff entdeckt. Versuche Upload der zentralen Programmbestandteile in den Hauptrechner des angedockten Schiffes.
Das klingt nicht gut. Edi? Eindringlinge entdeckt. Sie sind nicht dazu autorisiert, sich in diesem Bereich aufzuhalten. Das ist eine sichere Zone. Bitte verlassen Sie umgehend die Station. Ich muss Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass alle Versuche zur Verteidigung der Station fehlgeschlagen sind. Beende nun die Sicherheitsprotokolle. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit. Shepard hat die Sicherheitsprotokolle des Jahresstation deaktiviert und ist von der Station entkommen. Ist schön für Shepard. Danke, dass ich auch mal noch was sagen darf. Ups. Budum, budum, budum. Ja, Reaper FFS. Was anderes interessiert uns nicht mehr. Treibstoffreserven bei 50%. Dann werde ich erstmal auftanken. So. Und dann holen wir uns das Reaper FFS. Infizierte Fertigungsstraße, okay. Machen wir das zuerst. Das ist aber neu. Oh, sag mal. Sag mal. Anomalie geortet. Die Anlage für experimentale Metronik steht unter Quarantäne. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie ohne die entsprechenden Protokolle und Genehmigungen weder andocken noch in der Nähe der Anlage landen. Warnung. Die Anlage für experimentale Mechanik steht unter Quarantäne. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wenn wir schon mal hier sind, nehme ich die Sachen auch mit. Delete, delete. Starte Sonde. Oh, wir haben wieder so viel Palladium. Starte Sonde. Oh, hier gibt's Element Zero. Ist nicht verkehrt, da auch einen guten Vorhang mitzunehmen. Sonde unterwegs. Das ist Iridium. Sonde unterwegs. Ja, die Anomalie stürzt ein bisschen, dass sie eins kennen, aber. Puh. Nicht ganz so schlimm. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Mittel. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Das ist halt ein Sonde unterwegs. Warm. Die Scanner haben etwas gefunden.
Der Oberflächenscanner hat eine Fabrik zur Herstellung von Mechs geortet, die zu den Registereinträgen des Unternehmens Hane Kedar passt. Die Anlage unterliegt derzeit einer Notfallabregelung. Es konnte keine Hinweise auf Lebewesen geortet werden. Gefahrscans zeigen eine große Anzahl virenifizierter Mechs, die sich innerhalb der Anlage der Quarantäne befinden. Die Deaktivierung der Hauptsteuerung der Fertigungsstraße müsste das Produktion weiterhin infizierter Mechs ein Ende setzen. Mit Mechs haben wir also zu tun. Können wir doch Talima mitnehmen. So als Tech-Expertin. So, ihr Spezialgebiet. Wir nehmen Grunt mal mit, damit er was zu tun hat. In einer Schlucht? Mach ich! Speichern ist nicht mehr möglich. Feindliche Mech! Habe ich gerade die Aufnahme unterbrochen? Das ist. Gut, ich hab's gemerkt. Ist immer Müll, wenn einen die Aufnahme unterbrochen wird. Wenn man zu blöd ist und sich einfach verklickt. Mann, was hast denn du für eine leuchtende Rüstung? Hast du etwa ein Schutzschild an? Cool. Verstanden. Ja, okay. Achso. Hab ich gerade gewundert, dass die Tür nicht öffnen ließ. Bitte überdenken Sie Ihre aggressive Einstellung. Achtung, MX7552-4A, Rückrufwarnung. Achtung an das gesamte Personal. Unser neuer Platinlieferant hat einen sofortigen Rückruf der Gehorsamkeitsprozessoren MX7552-4A angeordnet. Es kann zum Zusammenbruch angeschlossener Komponenten kommen. Wir haben bereits mit der Suche nach einem neuen Lieferanten begonnen. Der MX7522-4A wird auf weiteres nicht mehr eingesetzt. Dr. Rochelle, Präsident. Nutze Ihre Informationen. Wir haben den Kontakt mit der MSV Corsica verloren. Ich habe aufgrund Ihrer Bedenken die Logs überprüft und tatsächlich enthielten die Mechs und Teile, die sie geladen hat, die zurückgerufenen GPEs. Wir wissen, dass die Corsica zur Jahre-Station in Strabo-System unterwegs war, aber dorthin können wir auch keinen Kontakt herstellen. Hoffentlich ist niemand etwas geschehen, aber wir haben für den Moment unser Möglichstes getan. Dr. Talarasan. Ich erhalte Berichte über Mechs, die von unserer Fertigungsstraße kommen und Arbeiter angreifen. Einige zerstören sich ohne Anlass selbst. Sogar Einheiten, die ursprünglich nicht mit den fehlerhaften GPEs bestückt waren, weisen Anzeichen der Virusinfektion auf. Wir haben es hier möglicherweise mit einer Katastrophe zu tun, die die gesamte Anlage erfasst. Wir dämmen alles so gut wie möglich ein, aber es lässt sich nicht länger geheim halten. Wenn Dr. Rochelle davon erfährt, werden Köpfe rollen. Meiner wird nicht dabei sein. Ankündigung, Abriegelung der Anlage. Dr. Rochelle hat die komplette Abriegelung befohlen. Regeln Sie also den Zugangskorridor zur Fertigungsstraße vom Rest der Anlage ab. Mir ist klar, dass ich und alle Arbeiter, die noch drin sind, dadurch mit den fehlerhaften Mechs eingeschlossen werden. An Ihren Befehlen ändert das aber nichts. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Herr Sicherheitschef.
Oh.